Moin Leute und herzlich willkommen hier auf Twitch, herzlich willkommen YouTube zur nächsten Runde und zur vierten Folge von Still Wakes Deep hier auf der Nordsee auf einer Ölbohrinsel, wo es extrem mysteriös zur Sache geht. Leute, ich bin froh, dass ihr eingeschaltet habt, ich freue mich auf euch und wir gehen jetzt gemeinsam wieder rein. Vorab, ihr seid herzlich willkommen, ne? Lasst gerne einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefällt. Ein Abo, noch cooler. Freue mich mega über euren Support, Leute. Und freue mich auch mega, dass ihr reingeschaut habt. Des Weiteren, auch gerade für YouTube, Leute, ich bin auch live auf Twitch. So wie jetzt gerade um 22:44 hier an diesem herrlichen Samstagabend unter twitch.tv/duddle-buddy. Einfach mal reingucken, einfach mal wegsnacken, einfach genießen. Und ich freue mich auch hier auf euch. Wenn es euch gefällt, lasst auch hier gerne ein Abo da. Und alle sind glücklich. Wir gehen heute wieder rein. Mit der nächsten Episode zu den Rettungsbooten. Wir sind jetzt wieder raus aus dem Wohnbereich, gerade geflutscht. Haben da die letzte Folge abgebrochen, Cut gemacht und gehen jetzt wieder rein. Im Wohnbereich war relativ entspannt, würde ich sagen. Und es ist alles momentan noch sehr auf, ich schüre Angst. Aber es passiert eigentlich gar nichts groß. Ne? Also so ein paar kleine Jumpscare, ist nicht zu verwechseln mit dem Times Square, machen ja auch viele falsch. Ja, mit dem Jumpscare, so, ne, wo so Sachen von der Decke kommen oder irgendwie du weggestoßen wirst oder plötzlich eine Tür zuknallt. Ja, Leute, haben wir alle schon tausendmal gesehen, jetzt nichts Weltbewegendes. Und war relativ entspannt. Wenn du die zweite Folge und auch die erste verpasst hast, dann los, zurück, fang an. Zweite Folge nur 20 Minuten. Dritte meine ich. Und die zweite Folge weiß ich auch nicht. Ich glaube, das waren 38, 35 Minuten. Alles entspannt hier dieses Mal in diesem Format. Genießt es und habt Spaß. Wir gehen jetzt rein. Wir positionieren uns mal wieder oben links, weil das gut ist einfach fürs Gefüge. Und fürs Gefühl natürlich auch. Okay. Und jetzt legen wir los. Still Wakes the Deep hier bei Duddle Buddy. Und die Sequenz wird sicherlich auch nochmal neu starten. Nee, wird sie nicht. Na, ist egal. Wir sind gerade rausgegangen. Hier, da sind wir rausgekommen. Und sind jetzt in dem Bereich zu den Rettungsbooten. Schauen wir mal. Wird ja wieder lustig hier. Lustig. Oh, schön, du. Guck mal, da ist doch schon eins. Oh, greifen bitte. Greifen. Ah, halt dich fest. Ja, ja, okay. Die Tür ist im Ass. Boah, Alter, die werden alle so zerlegt. Okay, Boyd hat es nicht geschafft. Hier kennt auch jeder jeden anscheinend, ne? Ich weiß ja nicht, wie viele hunderte Leute hier arbeiten auf so einer Ölbohrplattform, aber man kennt sich. Und was jetzt auch relativ gewöhnungsbedürftig ist, nicht gleichzusetzen mit negativ, ja, versteht mich da nicht falsch, aber es gibt keine Collect. Das sind diese Jump Squares, von denen ich immer rede. Es gibt so keine Collectibles oder sowas, ne? Also, in 15 Minuten. Alter, das Boot hängt auf halb 8. Vielleicht können wir da noch irgendwie von oben reinsteigen und dann lassen wir es einfach runtergleiten. Ganz gemächlich. Und dann tschüss. Der will doch bestimmt zu diesem Rettungsboot da jetzt, oder? Halt schon mal die LT-Taste parat. Dass wir uns hier gleich festhalten können, wenn es hier wieder anfängt zu rödeln. Oh, come on. Come on, man. Oh, springen. Wir müssen springen. Come on. Yeah. It's good. What's happening here? What this? Alter, das Vieh, das macht Terror, ne? Oha. Das ist ein bisschen angepisst, das Vieh. Wir haben es hart angebohrt. Halte nach einem Sprung RT gedrückt. Ja, okay, toll. Jetzt muss ich rennen. Springen wir A, ne? Los. Schei! Und auch LT gedrückt halten. Auch wichtig. Und RT gedrückt lassen. Auch wichtig. Wir sind ja schon einmal draufgegangen aufgrund dieser Missverständnisse. Jesus Christ. Okay. Dann wollen wir mal rüber. Über so einen kleinen Donnerbalken hier. Auf allen Vieren.
Ja. Läuft. Öffnen. Geht nicht. Lass die mal runter, bitte. Und dann gehen wir mal hinterher. Also ich, wie ich es ja schon angekündigt hatte, glaube ich in der zweiten Folge, ich war, habe noch gesagt, ich bin froh, wenn wir drinnen sind. Und ich bin jetzt tatsächlich froh, dass wir eigentlich wieder draußen sind. Weil ich denke, hier ist nicht so die Gefahr da, dass diese Viecher hier so rum oxidieren müssen. Alter Vater, ey. Die ist noch gut verankert, würde ich sagen. Obwohl, wir wissen nicht, wie gut, wie porös das Ganze hier ist. Ach, come on, you're joking me. Ist kaputt, oder was? Ja, ist ein Leck. Hier ist ein Loch drin. Das ist natürlich schlecht. Oh, Alter, ist komplett aufgerissen unten. Ja, also das Rettungsboot bringt dich nirgendwo mehr hin. Außer auf den Grund des Meeres. Weiß ich meine, Alter. Hier können wir mal hier eine Rettungsweste vielleicht schon mal anlegen, dass wenn ich denn doch in die Fluten muss, ist da, na gut, dann bringt die Rettungsweste wahrscheinlich auch nicht viel. Wir erfrieren, bevor wir ertrinken. Oh. Schön, das neue Takt. Ja. Lass mal gucken. Ich pirsch mich mal ran. Sieht doch sehr gut aus. Was haben wir denn hier? Okay. Gebrauchsanweisung für Rettungsboote. Ne? Zieh erstmal den Sicherheitsbolzen aus beiden Aufhängungen raus, bitte. Ne? Ich gucke erstmal ganz kurz, wo die Sicherheitsbolzen sind. Die befinden sich von der Arm Cradles, Alter. Irgendwo in den Arm Cradles sind die drin. Und dann zweitens, dann gehst du mal bitte zum Bremshebel und aktivierst das und das Boot in die Einstiegsposition zu manövrieren. Ist auch wichtig, ne? Muss ja irgendwie reinkommen. Drittens, Besatzung und Besucher einsteigen lassen, das wäre meine Wenigkeit. Und Roy, ne? Die müssen wir, da müssen wir dann zurück. Uns noch ein paar Bohnen und schönen Rindergulasch mit ins Boot rein wuchten. Viertens, Luken verriegeln und Bereiche unter dem Boot auf Gefahren überprüfen. Den überspringen wir mal, außer die Luken verriegeln. Rettungsboot zu Wasser lassen, Part 5. Ja. Und 6. Motor starten, Rettungsboot von Bohrinsel wegnavigieren. Tschüss. Danke. Das klingt doch alles ganz akzeptabel. Ich glaube, die wichtigsten Punkte sind in diesem Fall 1 und 2. Entriegel. Nee, wir müssen erstmal die Bolzen rausholen. Guck mal hier. Sicherheitsbolzen 1. Halten. Ziehen. Weg ist er. Halfway out of here. One more. One more Bolzen. Ich will mal kurz unter das Boot hier durch. Mal einen Blick riskieren. Der war tief, du. Eieieiei. Hier müssen wir doch gleich wieder hoch. Ich rufe gleich mal Roy an. Wir können hier gleich los. Bolzen greifen. Raus. Nun entriegeln wir den Spaß. Get it into the position. La position. So. Und ziehen. Oh, oh! Nein! Ja, spring doch hinterher, Junge. Das Ding ist noch nicht gesunken, oder? Oh, that's just brilliant. Perfect. Da gibt's sogar einen Erfolg für. Boot versenkt. Weihnachten im Schoß der Familie. Das kann's knicken. Ja, wo ist hin? Das kann doch nicht gesunken sein. Das war doch gut intakt. Das hat höchstens ein bisschen unangenehm gerumst. Aber es ist ja weich gelandet im Endeffekt. Hey, ja, klar. Bei einer gewissen Geschwindigkeit und eine Höhe dazugerechnet ist Wasser auch wie Beton, das wissen wir alle, aber doch nicht bei der Höhe, oder? Nee, das hat das Boot garantiert geschafft, das ist ja nun nicht aus Pappe. Naja, nun ist egal. Ich spring hinterher, komm, bitte. Das ist tatsächlich gesunken, nee. Zumindest nicht mehr auffindbar. Komplett versenkt. Ich bin ja auch nicht ausgebildet für sowas. Hupala. Ach, Telefon, das kommt ja passen. Ich bräuchte mal irgendwie einen Türöffner. Who's that? Rennick. It's me, Kaz. It's me. What the fuck are you doing to my lifeboat? It's gone. It's just fell off into the fucking sea. You must have done it wrong. Fuck off, Rennick. You built this fucking thing, not me. Who's with you? Roy's in the canteen. Finley and Brody are alive. Listen to me, McClary. Get your ass up to the chopper pad, bring anyone else you can find too, and whatever you do, don't touch this stuff all over the bearer. I can't get back out.
There's a safety door. The railings are all gone. For God's sake, do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom. It'll open right enough. What about you? Just concentrate on getting to the pad. Don't worry about me. You see, Rennick? What? Well, does this mean we're okay, like? No hard feelings? Get to fuck, McClary, and when you get back, fuck off again. I'd be happy to see you drown, but I'm not having your death on my fucking record. Okay, wir sind keine Freunde. Aber er will seine Leute trotzdem hier heile rausbringen. So, eingetraden. Da bin ich ja knallhart, was das angeht. Was ist hier denn los? Geht's da hoch noch? Oh. Ja, das ist ja leider im Ass. Das macht keinen Sinn. Oh, die kannst danach auch einfach direkt versenken, ne? Also versenken nicht, du willst den ganzen Quatsch ja nicht im Meer haben, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach mal alles abtragen hier und an Land bringen, den Scheiß. Hier burns. It's just burning. Hier ist ein Feuerlöscher. Die nehme ich mit. Sprühen? Ich sprühe mal hart. Ja, ja, ja. Löschen, löschen, löschen. Toll. Hier glüht es noch ein bisschen, aber das geht auch weg. Danke. Ich lasse ihn erstmal in der Hand. Weil falls ich was verscheuchen muss, dann kriege ich dann die volle Ladung Sprühschaum ins Face. Dann ist FaceTime, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Kann ich jetzt wieder eine Tür nicht aufmachen. Lass ich den mal hier liegen. Kommen wir da rein? Ne, nur in den gelben Spinden. Spinde. In die gelben Spinde. Warte mal, ist unangenehm. Kalt und laut draußen. Die Tür zu erstmal, bevor ich hier anfange zu telefonieren. Der Höflichkeit wegen. Who's that? It's Kaz, Innes. Innes? What was that? Christ, someone's happening to me. Oh no! Innes! Innes! Fuck! Was los mit Innes? Klettern und rauf. So, wir gehen wieder rein, oder was? Sieht so aus, ne? Bereich verlassen. Kurzer Abschnitt, Leute. Minuten ist mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu kurz, ne, Leute? Versorgungsbereich. Obwohl ich natürlich eine ganz kurze Folge machen könnte, ne? Schöne 13-Minuten-Folge hier. Und dann haben wir aber auch wirklich Spaß an allen Ecken. Ich mach das einfach, ne? Wir machen hier Bereich für Bereich. Du, wenn die kurz sind, sind die kurz, oder? Leute? Und dann haben wir jeden Bereich hier abgedeckt. Es ist ungewöhnlich, aber kurz. Kurz und knackig. Knackig und kurz. Kurz und äußerst knackig. Ist das auch. Leute. Ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache das jetzt einfach. Ist auch schon spät heute. Haben wir ja zwei Folgen gemacht insgesamt. Nee, ihr wisst, wie ich meine. Und Leute. Ich danke euch auch in dieser Folge. Vielmals fürs Reinschauen. Wir sind wieder einen Bereich durchgewandert. Und zwar zu den Rettungsbooten. Auch erledigt. Und ja. Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr Bock habt auf die nächsten Episoden, lasst gerne ein Abo da, verfolgt meine Folgen hier auch sehr gerne. Ich freue mich sehr über euren Support, auf euren Support und Daumen hoch, wie gesagt, Abo da lassen und Hauptsache ihr habt Spaß. Freue mich schon, wenn ihr mal reingeschaut habt. Lasst auch gerne einen Kommentar, wenn ihr was loswerden wollt. Ich danke euch. Leute, bleibt gesund, habt noch einen schönen Tag, genießt den Sommer oder auch nicht. Ich genieße ihn nicht mehr, ich freue mich auf die kalten Tage. Kann jetzt langsam auch mal in den Herbst kommen, ne? Oder was? Was sagt ihr?
Herbst kann kommen, oder was? Ne? Ich bin für Herbst. Ich bin auch Herbstkind. Herbst ist die geilste Jahreszeit. Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge von Still Wakes the Deep. Euer Daddle Buddy. Haut rein, Leute.